Na gut. Ich gehe mal da raus und reise zur Darfst dritten deinen Eger Season. zurückziehen, oder? Nein, Na, musst du einfach nicht. Kannst raus, du auch man nimmt gleich noch raus. rausgehen. Einfach Kreuz. Nicht Kreuz, Aber ich Dreieck. denke, wenn wir dann mehr liegen haben, müssen wir dann wirklich austreten aus den ersten paar. Könnte man eigentlich eh machen, weil die braucht man eh nicht mehr dabei. Sonst so. Brauchen wir eh nicht mehr, Diese Saison fahre ich für Toro Rosso statt Quirt. so, willkommen in Australien, willkommen in der neuen Saison, willkommen, Kollege. Willkommen. Ich hab's nicht so gedacht, aber. Lelelelele. Jetzt war La ich la gegen. la, Ott muss sich Hallo bei la 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 Markus la machen. 077. Ja? Jetzt war ich gegen Zweigscherde Ferrari, Leute. Ich Da bin nur Rang Nummer 2 im Team, ja. krieg ich wieder so einen Hals, Alter. Das Da hat krieg mich ich so gewundert. einen Hals. Naja, ich verstehe das schon. Du bist länger jetzt bei Ferrari. Warum soll ich dann kommen und gleich. Weil du besser fährst. Das ist das gleiche wie mit Vettel und Leclerc. Du hast ein besseres Saisonergebnis gehabt. Genau. Ja. Teamentscheidung. Ja, eh. Aber ist nicht noch nicht so hart die Auswirkungen. Bitte? Ist noch nicht so hart die Auswirkungen. Erst am Ende der Saison. Weiß ich nicht. Aber der Order ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Nein, Was überhaupt für eine nicht. Order? Eh das, was wir gemacht hätten. Na, das werden wir da nicht verraten, unsere Stahlorder. Die will ich wissen. Wissen. Du willst es Vorher. wissen, du kannst dich fair. Pissen. Oh. Du, der hat Erwartet voll noch. rausgehauen auf Lelelele. Obwohl ich bin Lelele. Wow, da ist ein Ferrari-Wappen sogar. Da kriege ich so einen Hals schon wieder. Mit Weil? euch beiden. Wieso? Na, da wäre ich die Kase. Zwei Also, Ferrari, ich Leute. stumme jetzt kurz den Dominik, okay, wegen der Strategiebesprechung. Falls dir das Übersteuern zu schaffen macht, Oh fahr an die Scheiße, soll Boxen, ich wir damit dann noch prüfen die höheren Setup fahren oder Einstellungen. nicht? Übersteuern Ah, was bedeutet, für ein dass die schönes Auto ich Hinterreifen vor besitze. den Ganz Vorderreifen ehrlich, den ich Grip traue mich nicht im verlieren. ersten Rennen mit meinem neuen Auto. Normalerweise liegt das an zu wenig Das ist hinterem viel schöner Antrieb als oder in einer als zu diese schnellen Hinterreifen. Ferrari-Autos Für und mich so. war das der Eine leichte Ur-Umstieg, Alter. Anpassung mit negativem Sturz oder Vorspur kann Also, ebenfalls so hilfreich sein. von Geschwindigkeit und so weiter hätte erst. Also, Ja. die ersten ein, zwei Rennen habe ich Also. mir urschwer dann. Muss ja meine Entscheidung ein bisschen begründen. Bereit? Jetzt wäre ich fast schon ausgeschieden im Qualifying. Also, alle wissen, dass ich bei Haas war und bei Haas sehr gut gefahren bin. Und ich bei Haas einen Vorvertrag hätte gehabt für Mercedes. Aber ich habe das Gegenangebot gemacht, ob ich den Vorvertrag schon nach der zweiten Saison bekomme, wenn ich sie unter die Top 8 schaffe oder so. Dass ich nicht 3 Jahre im Haas sitzen muss. Und da wurde lang hin und her diskutiert und zum Entschluss ist gekommen, dass ich dieses Angebot nicht bekommen hätte. Ich hätte die 3 Jahre bei Haas bleiben müssen und das wollte ich dann nicht. Und dann habe ich eigentlich nur mal gewartet, ob irgendein Top-Team mich haben will. Und mit den Leistungen kein Wunder. Sonst Habe ist ich aber trotzdem eigentlich nicht so gute Angebote bekommen. von keinem anderen Top-Team sonst. Nein. Gibt ja nicht so viele eigentlich. Na, zwei andere gibt es noch. Gut, Ja, das Red eine Bull scheidet stimmt. aus. Aber. Welches? Ja, na, Mercedes. Achso, ja. Ja, als Red Bull wollte dich nicht, oder was? Na, Toro Rosso hat mich angeschrieben. Ja, die wissen halt, dass sie einen Star haben mit mir im Auto. Hätten es mich aber auch als Schattenalbum geben können. So, Ja, auf schauen wir jeden mal, Fall. was wir hinkriegen für eine Zeit. Mich freut's, der erste menschliche Teamkollege Alex ist es geworden. Das ist echt cool. Und unsere Doppelsieger. Mal sehen, wie lange wir Teamkollegen sind. Ich habe gesagt, ich schaue mir die Saison an, wie ich fahre. Ob ich verlänge oder nicht. Ah, ich habe einen 4-Jahres-Vertrag mit Ausstiegsklausel. Oder 3 Jahre? Waren es 3 Jahre? Nicht 4 Jahre? Man haben wir auch diskutiert darüber. Ich glaube, es waren 3 Jahre dann zum Schluss.
Okay. Hat der Ausstiegsklausel oder geht? Mit Ausstiegsklausel dann, ja. Ich meine, hart oder zerrechnen oder geht so? Naja, der Vertrag ist generell um einiges härter als bei Haas. Ausstiegsklausel, sage ich, ist machbar. Weltmeistertitel. Dreimal hintereinander. Nein, was nicht. Vorige Saison hätte ich es geschafft. Sagen wir mal so. Außer teammäßig. Ja, im Toro Rosso komme ich noch nicht so zurecht. Dann schauen wir mal, was die erste Zeit bringt. Wo man sich einreibt. Oh, oh. Okay. Alex wollte sich doch nur den Konstruktionstitel holen. Alter! Jetzt bin ich weg. Bist du deppert, Alter, das hat jetzt urgeil ausgeschaut wie jetzt. Lewis Hamilton ist auch ausgeschieden. Ja, das war jetzt ein bisschen brutaler Kopf. Und ich bin gerade noch gerade zwischen euch beiden durchgekommen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Oh. Oh! Alter, was ist jetzt? Nein! Mein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein. Aber Alter, das ist ärgerlich. Das Problem nicht zu verschlimmern. Alter, ich hätte deine Zeit um einiges unterboten. Und dann ist mir das Benzin ausgegangen. Ich hätte schon 800stel, also, nein, 800stel? Hm. Also 800 Vorsprung. 800 und war zwei Sekunden vom Ziel. Hat zwei Kurven. Schade. Zwei Kurvas. Naja. Wer ist auf Platz 2? Norbert oder was? Ja. Ah, Zehntel. Danke, Markus. Aber ich bin mit Medium gefahren. Okay, es waren nur zwei Zehntel ab, trotzdem. Ich glaube, es war meine eigene Zeit, die ich dann gesehen habe. Das Problem ist, so wie letzte Runde hat sich das voll ausgezahlt, dass ich mit die Soft gestartet bin ins Rennen. Letztes Rennen. Ja, ich sage, es hat beides Vorteile. So, na gut. Okay, wir sind jetzt alle am Ziel vorbei. Aber bitte halt für Hamilton, der hat noch keine Zeit gehabt. Dankeschön, Markus. Spielst du das Spiel auch? Ich gehe mal auf die Toilette. Der wird jetzt von Platz 20 starten. Alex, schau dir das bei mir an, wie der Crash von mir aus gesehen hat dann. Boah. Genau dann zwischen euch durchkommen. Das ist meine zweite Saison erst in dem Spiel. Nach und nach werde ich wahrscheinlich auch die Hilfen ausschalten. So. Ja, wie wir auch. Also beziehungsweise ich habe auch erst damit angefangen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 27,3. Alles fertig, wir sind bereit. Schau mal, ob ich jetzt eine bessere Zeit hinkriege. Fahr ich mal die Strecke zu Ende. Ist das quasi ja Aufwärmrunde jetzt? Und dann gibt's Gas. Genau, das ist mein Outlap. Weißt du, was ich halt nämlich auch gemacht habe, Norbert? Hm? Ich habe halt mein gratis Benzin aus dem Auto rausgelassen. Ich habe jetzt kann jetzt nur mit einer Runde Benzin fahren. Ja. Und ich dachte, es ging sich in der zweiten Runde aus, aber ging sich nicht aus. Ja, fahr ich, Markus. Mir taugt das irgendwie mehr, keine Ahnung warum. Fühlt sich irgendwie so authentisch an. Upsi. Ah, jetzt war ich im Gas. Das ist wohl Arsch für die Zeit.
Namen der Runde beginnen lässt. Ach so. Welche Farbe bist du? Welche? Ich bin blau. Der Türkise, der gerade kommt, oder was? Weiß ich nicht. Ruhig. Ah, jetzt habe ich mich so ablenken lassen von dir. Ah, das ist Bottas, der da kommt jetzt. Komplett ablenken lassen jetzt. Sorry. Ach schon. Wie schaut's aus? Ich fahr gerade meine Runde, meine zweite. Ah, der war komplett für den Arsch. Oh, Alex, schau da mal deinen Crash aus meiner Sicht an, wie ich da knapp durchkommen bin. Ich weiß, dass du überhaupt durchkommen bist. Ja, ich bin genau zwischen euch durchgefahren. Nein! Ah, das ist Arsch. Nein, ist das soll sich trotzdem. Nagelt's nicht aus. Aber ich bin von Arbeit. So, beenden wir die Session. Schade, ich habe jetzt wieder locker 500stel verloren. Das ist. Alex. Bin in der letzten Kurve voll ins Gras gefahren. Ein Stückerl halt. Du fährst noch eine Norbert oder wie? Ich bin noch mittendrin, ja. Ah, jetzt hast du mit dir so oft, okay. Ich komm gleich. Ja. Gibt's was? Oh, okay. Scheiße. Naja, vorm Dominik. Doppelpol. Gut, Session aufgeben geht jetzt nicht. Gut, wenn er nicht da ist. Oh, das wäre drinnen gewesen, Alter. Wow! Mhm. Yeah, sliden! Sliden! Jetzt hat er mich wieder überholt. Da krieg ich so einen Hals. Wie knapp war das eigentlich zu dir, Alex, jetzt? 200. Und zu mir auch 200. Ich glaube, da packt mich jetzt der Ehrgeiz, Alter. Zehntel? Das sind zwei Zehntel? Dachte, ah, das sind zwei Zehntel? Das sind... Wartet, nein, zwei Zehntel. Hundertstel wäre das dahinter, glaube ich. Ja, Hundertstel wäre das dahinter und Tausendstel ist die letzte, ja. Zwei Zehntel. Danke für die Aufklärung, Markus. Ich werde sicher krank erst. Warum? Ich habe Husten, Schnupfen, schwindelig ist mein ganzen Tag schon. Was für Ausreden. Ich könnte jetzt was Böses sagen, aber ich tue es nicht. Mal sagen was Böses, komm, nur Absal. Naja, so von dem er schwindlicher. Was? Wenn ich so fahre, wird man auch schwindlicher. Achso. Ja, ja, komm, geht's kuscheln, ihr zwei. Machst du nochmal raus? Ich fahr nochmal. Echt? Obwohl du... Ja, fertig, bereit. Das? Ja. Mit dem Medium oder was? Du lebst ja nicht mehr, oder? Hast du das hast du überlebt? Nein. Denke ich mal. Achso, stimmt. Ja, dann warten wir eigentlich nur noch auf dich, Norbert. Mhm. Ja, dann fahrt noch mal raus. Echt? Hm? Man braucht jetzt seine dritten Reifen. Er will unbedingt die Pole Position haben.
Das sind die zweiten Software, hast du? Mhm. Nein, ich müsste. Echt? Achso, stimmt, du bist mit dem Medium für erst dran. Ich glaube, dann hole ich mir noch was zum Trinken. Wo ist er da? Okay, du bist in den Top 10. Ja, alles für die Pole, das stimmt. Hm? Bitte? Nein, alles für die Pole wurde mitgeteilt. Ich verstehe sie. Ach so. Von der Pole starten ist leichter. Wobei es kommt, Wahnsinn drauf ankommt, eigentlich. welche Seite die Kurve hat. Bitte was? Kommt aber auch immer darauf an, welche Seite die Kurve hat. Die erste. Tust du dir auf einer Seite leichter als die andere oder was? Na, aber wenn ich als Zweiter die bessere Kurvenlage habe, kann ich trotzdem vorkommen. Ach so, so meinst du, ja, ja. Weiß ich eh. Ich glaube, auf der Strecke ist die Kurvenlage rechts nach innen, glaube ich, erster. Mhm. So, mit der Kameraperspektive, die du gerade hast, mit der kann ich überhaupt nicht fahren. Achso, nein, du fährst gar nicht mit der, du fährst mit der, wo du das ganze Auto siehst, oder? Ja. Weil ich kann nur zwischen zwei hin und her schalten. Ja, das ist die Kamera. Die Zuschauerkamera. Die TV-Kamera, ja. Ups. Ja, mit der ganzen Autokamera ist ganz, ganz gut beim Überholen, denke ich. Ja. Da kannst du besser abschätzen, wo wer ist. Ja, genau. Nein, auch nicht immer, aber... So, jetzt bin ich gespannt auf deine Zeit. Ich auch. Oh, ich komme schnell näher zu denen vorne. Das ist geschissen. Also, die zwei anderen, mit denen ich spiele, die haben schon bei Formel 1 16 hin und wieder ein bisschen gespielt. Die haben, halt schon die haben halt viel in Formel 16 gespielt und spielen jetzt gerade die dritte selbsterstellte Saison da bei dem 19er. Und ich bin jetzt da bei der letzten Saison eingestiegen, also 20 Rennen habe ich jetzt hinter mir, 21, und bin jetzt bei der zweiten Saison sozusagen. Also ich bin noch ein kompletter Anfänger. Aber wir machen da halt auch so ein bisschen so ein Rollenspiel draus mit Teamchefs und so weiter. Mit Teamorder, dass es ein bisschen witziger ist. Vertragsvorgaben. Genau. Wir haben auch Vorgaben, welche Plätze wir erreichen müssen und so weiter. Wir müssen die Verträge erfüllen, die wir bekommen. Das ist ja was. Und fix spielen wir auch immer so mittwochs eigentlich um 18.30 Uhr. Alles andere ist so mehr zufällig, wann wir Zeit haben. Das wird nichts mehr. Nicht? Ah, okay, jetzt. Ja, der Norbert ist gerade McDonald's im Auto. Was machst du? Alter. Ups. Ist ihm auch schwindelig, oder was? Hörst. Ja. Ja. Norbert, ist der auch schwindelig? So, geht sich das aus für die erste Pole dieses Jahres. Aber ja, es geht sich aus. Ach so, ja, ist nicht schlimm, Markus, aber hin und wieder ist sicher cool. Ja. Gratulation. Die drei Österreicher schon wieder. In Top 3. Da krieg ich schon wieder einen Hals. Das ist richtig unsympathisch. Wie gesagt, ich spiele auch so öfters unter der Woche, Markus. Erst Dritter, Alter, ich krieg einen Hals. Meistens ab 8 dann. Ja, guter Start für Ferrari, muss ich sagen. Aber es ist gewöhnungsbedürftig, das Auto. Das ist schneller, gell? Ja. Auch die Kurven nimmst du dann komplett anders wieder. Ich habe 2 bis 3 Rennen gebraucht, bis ich es im Griff gehabt habe. Eine Menge Autos im Grid heute. Halte dich von Problemen fern, wenn du in Kurve 1 einfährst. So. Ah nein! Dabei ich habe schon wieder vergessen, die Strategie zu wechseln. Wurscht. Runde 6 habe ich dabei einmal, Alex. Ich wollte ein bisschen Benzin auslassen. Runde 6? Okay. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da reinfahre. Also. Ah, okay. Dann. Das ist mal oder ab Runde 6. Von wo kommst du, Markus? Ich sag's dann rechtzeitig vorher und oder du mir dann. Ja. Ah, Bayern. Das ist eh schon fast Österreich. Oh.
Alter! Entschuldigung. Ja, super. Was passiert? Ja, Norbert hat mich einfach auf einer Geraden, Alter, komplett weggeschossen. Ja, da war ich zu knapp dran. Aber wird sich der Uhr wegdrehen können, Alter? Ja, ich ja, bin jetzt so komplett wie zu hab eine 5 Sekunden Strafe und so. Bitte? Ja, aber das war nicht ganz leicht angetatscht. Ich bin jetzt ganz hinten. Sorry. Oh, das war abkürzt. Scheiß die Wand an. Bist du der Bruder? Das waren eh schon 3 Sekunden jetzt. Deine kreative Interpretation, ja, weil hab ich extra... angeht, nicht so toll. Hast gerade 3 Sekunden Strafzeit. Ja, weil hab ich extra, wirst du mehr Platz lassen, damit du eh ausweichen kannst. Ah, ich bin oh. Da... Oh! Was machst du die ganze Zeit? Wir fahren auf 50% fahren wir aktuell. Nein, aber du nahm nicht die Strategie ändern oder mit 25, glaube ich fast. Was? 25 ist die KI? Na, 25% Renndistanz. Nein, die KI fragt ja. 50, ja. 50, ja. Aktuell auf 50. Ja, du siehst das ganze Auto. Wow, du bist bei mir jetzt urgeleckt. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Du siehst das ganze Auto, Norbert, Alter. Wie kannst du die ganze die Leuten reinfahren? Ich weiß nicht, wie es geht. Na, so ungestimmt war das jetzt. Los, fahr jetzt! Ja, mein Flügel schaut jetzt auch nicht mehr so leibend aus, halt. Magnus ein Zweiter gewesen, ja. Und 5 Sekunden Zeitstrafe habe ich jetzt auch voll unnötig, irgendwie. Ich kann schon mal was dafür, weißt du? Aber wieso hast du 5 Sekunden kriegst, bitte? Ja, weil die mir dann alle reingefahren sind. Dafür habe ich die 5 Sekunden bekommen. Oh, shit. Ich war ja dann komplett auf der Strecke, bin ich gestanden. Kein Alkohol am Steuer, ja, Norbert. Und schon gar nicht in der Formel 1. Oder? Na. Was ist jetzt passiert mit dir? Sauber. Verstappen. Ah, jetzt bin ich sehr aggressiv gefahren. Was hat er gemacht? Macht gleich, dass du ausgeschieden bist. Wegstoßen, bin genau gegen die Wand am Ball. Du bist ausgeschieden? Das hab ich gar nicht gesehen. Ja. Wow, Achtung, jetzt da komme ich komplett weg. Das passt. Oh, der grüne Wagen steht blöd auf der Strecke noch. Danke, Markus. War ein bisschen zu riskant, aber ist nicht trotzdem ausgegangen. Ja, ist der Kubica besser? Was ist da los? Kommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Das ist echt uncool. Oh, bitte. Da war kein guter Auftakt, das einer für die Ferrari. Also ich glaube, einer von den beiden Fahrern wird auf jeden Fall keine Punkte machen. Habe ich so im Gefühl, Alex. Ma. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Ich stehe gerne in der Runde herum. Aber der Verstappen, boah, der hat jetzt schon eigentlich einen ordentlichen Vorsprung auf mich zurzeit. Der hat dich weggestoßt, oder was? Ja. Das war auch so ganz leicht wie damals bei dir in Brasilien, Norbert. Ah, okay. Was halt das Problem ist, ich muss halt 5 Sekunden Abstand auf die hinter mir gewinnen. Und die haben alle DRS. Ja. Ja, der Verstappen ist wirklich ein Raubeber. Manche, da waren so aggressiv von den NPCs.
Vor allem die schlechteren, die scheißen sich gar nichts. Die schießen dich immer komplett ab. Da bin ich ein bisschen ausgefahren. Erste Reihe können das, der war nie, wenn ich, wo ich sein Teamkollege war, war der nie so gut und jetzt ist er auf Platz 3 hinter mir und geht mir auf die Nerven. Ah, das ist so ärgerlich. Kannst einfach nichts dagegen machen und wenn ich gut wegkomme so. Boah, es wird schwieriger, jetzt haben die wieder DRS. Okay, aber der attackiert sich selbst, ist schon mal von Vorteil. Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch nicht die Zeit, die 5 Sekunden Strafe in der Box. Die werden wahrscheinlich gleich in der Box abzogen. Oh nein! Das gibt's ja nicht, ich bin nicht in die Box reinkommen. Ja. Na wurscht, da müssen wir halt noch eine Runde fahren. Und wieder ein bisschen aufholen. So. Ja, so weit hinten bist du gar nicht mehr, Volker. Ich fahr's halt gerade echt schlecht auch. Ich hab jetzt gerade die erste Kurve nach der... Ja, aber du bist nicht in der Box. Ah, du warst schon in der Box. Ich war schon in der Box, ja. Ja, das müssen die anderen noch. Mal schauen, ob sich Punkte auskennen. Ja, locker. Wenn ich jetzt 15 Sekunden von dir wegrechne, bist du Platz 3. Der Sainz ist aus, also hat ein bisschen Schaden kriegt. Okay. 3 Sekunden Strafe habe ich auch noch, also muss ich aufpassen. Achso. Ist sie noch nicht abgezogen worden, oder was? Nein, die wird nicht abgezogen. Ah, nur die 5 Sekunden Strafe oder wie? Nur 5 Sekunden, ja. Aber warum? War nicht. Kann ich da nicht sagen. Wow! Albon ist auch so ein Arsch. Ja, das ist ein Team wirklich. Dort willst du hin? Ja. Passt ja hin. Naja, Arsch mal mehr oder weniger ist auch schon wurscht dann. Na, ich war auch hingegangen, so. Hätte ich das Angebot bekommen. Ja, ich auch. Geh, Gacken, Alter, jetzt muss ich halt wieder alles aufholen. Boah, die Kurve fahre ich meistens nicht gut. Ist halt urschade einfach. Wirklich. Oh? Ja. Holy, was war jetzt? Ja, aber wirklich, Verstappen und der Albon, die fetzen immer raus. Das ist ein Wahnsinn. Dein Hintermann holt 5 Zehntel pro Runde auf dich auf. Na, weil Albon mich auch fast von der Strecke geschossen hätte. Und der Markus, der spielt auch das Formel 1. Und er sagt selber auch, dass er findet, dass die uraggressiv sind. Oh, 19 Plätze. Ich meine, die meisten waren noch nicht in der Box, aber ist trotzdem hart, Alter. Weil du musst erstmal auf Magnussen aufholen und dann noch auf Norbert. Ja gut, aber Norbert hat die 3 Sekunden Strafe. Also ja, schon, du hast deine 5 jetzt abgebüßt. Genau. Das sind auch 13 Sekunden, die du auf Norbert schon hast. Noch. Also 10 Sekunden, abzüglich. Mein Ziel ist, nachdem sauber am Anfang, wo ich abgeschossen worden bin, sowieso die Punkte zu erreichen. Verstappen wird halt uneinholbar sein. Ja, Verstappen habe ich auch nicht gekriegt. Das ist schon 11 Sekunden vom zweiten. Das ist heavy. Jetzt schon. So, was geht da? Ab, da geht aber nichts ab. So, aber Magnussen gönne ich mir auf jeden Fall noch. Den snack ich mir.
Ah, ist bitter, Alter. So schnell gleich ausgeschieden. Oh, das war nice. Das war stark, ja? Knapp, aber stark. Ja. Gut, jetzt Gasly noch. Ja, oh, der fliegt aber ordentlich hinten. Na gut, dann ist gleich an Magnussen dran. Verstappen war in der Box. Fahrt gerade raus. Viel jetzt in der Box. Ja. Dann schau es jetzt. Achter. Du bist auf P9 hin. Vorgefahren. Du bist jetzt auf P9. Oh. Komm, Sense muss ich auch noch vor mir wegkriegen. Ja. Boah, das war knapp. Du bist alle vor mit Sense oder das? Oder bei Mar- ja. Oh, nein, bei Sense. Stark auf jeden Fall pushen. Der Wagen hinter dir. Schau es mir gleich an, Markus. Ich kann es mir nicht ganz durchlesen, es sind so viel Geld. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,6 Sekunden. Bin halt auch immer noch nicht in die Punkte gefahren. Wow! Der bremst plötzlich ab, Alter. Ja, scheiß Magnussen. Ich meine, ich bin noch gut, ich dran gefahren. Oder? Aber das wäre sehr viel Risiko nehmen. Egal, ein paar Plätze werden da jetzt auch noch wieder gut gemacht. Also ich bin jetzt auf jeden Fall mal in die Punkte drinnen. Du hast auf Twitch. Boah, jetzt waren alle in der Box, oder? Nein. Immer noch nicht. Wie heißt du auf Twitch? Blau, please. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Toro Rosso etwas langsamer ist als Alfa Romeo. Auto! Haben die gesagt, Alpha ist nicht so schlecht, wie du denkst? Naja, für sie nicht schlecht, aber ich mag zu Red Bull. Dann muss ich mich halt in Toro Rosso beweisen. Als Jugendtalent. Ja, aber die Angebote kommen so auch vielleicht. Sagt er, der gleich zu Ferrari gegangen ist. Ja, ist ein Angebot gekommen. Nein, das schau, wo ich das Angebot bekommen habe, war die Saison noch echt verhunzt, auch teilweise. Stark. Ah, shit. Sehr, sehr stark. Norbert, oder was? Mhm. Also mit dem zweiten Platz könnte ein guter Start werden. Verstappen wird. Wie viel ist Abstand Verstappen? 10 Sekunden. Das ist viel. Und vielleicht, wenn du jetzt wirklich 5 perfekte Runden hinblätterst mit Fettgemisch oder so, dann glaube ich trotzdem nicht. Verstappen fährt das so stark.
Na, so stark nicht. So, jetzt pick ich den Markus und seinen Arsch. Boxenstopp. Vor der Kurve habe ich immer ein bisschen Angst. Da hast du mich schon mal böse ausgezahlt. Ja, da bin ich ausgeschieden bei der Kurve. Ah ja. Da ist die Wand kommen, dort wo die Wand so eng kommt dann. Ja. Oh, genau. Ja. Ah, die Kurve ist sehr gestiegen. Da bin ich dann gegen die Wand rein, genau in die Ecke. Ich habe auch abgehört, das Fettgemisch immer für eine ganze Runde zu verwenden. Ich tue immer was für Überholmanöver oder so das Fettgemisch verwenden. Achso. Wenn ich irgendwo nah dran bin, Fettgemisch aufdrehen und versuchen zu überholen. Und übrigens finde ich auch, dass eine gute Entscheidung ist. Ich finde Toro Rosso extrem sympathisch. Viel sympathischer als Alfa Romeo. Aber er ist langsam. Na. Ist der Kritikpunkt schon nach dem ersten Rennen. Nicht einmal. Aber er ist langsamer. Wow. Ne, ich fahre irgendwie Punkte rein. Was? Ich hab dich nicht gemobbt und du fangst auf einmal so an zum Sticheln. Ja, du hast dich einfach verletzt, indem du zu Ferrari gegangen bist. Ja. Du, aber wer hat die Pole geholt? Noch aus. Naja, aber Pole ist mir egal eigentlich. Wir wären hier am Punkt schon wichtig gewesen. Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, die erste Saisonhälfte, das ist eher meins. Und da, wenn ich da schon verkackt, dann... Was war eigentlich bis jetzt bestes Ergebnis Australien von uns? Meins war, glaube ich, letzte Saison 7. Ich glaube, ich bin ausgeschieden, oder? Warte mal, du warst 19, oder Dominik? Ah ja, 19, das stimmt. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Na und 16er, mitgerechnet? Boah, warte mal. Jetzt nicht an der Hand. In der letzten Kurve, ich fahre wie so scheiße jedes Mal. Ich verliere das so viel Zeit wieder. Bei der Zieleinfahrtskurve. Hast du 3 Siege und 4 ausgeschieden? Doch, wow. Ich noch ganz sicher. Hamilton ist auch ganz schön weit hinten eigentlich. Ja, der ist ja auch schon von der Polen nicht. Also schon Polen ganz weit hinten gestartet. Der war ja letzter. Ja. Ja. Und der ist nur 2 Plätze hinter mir. Also der Hamilton ist aktuell in die Punkte drin. Wow, jetzt hat mich geschleudert. Huh. Also ein bisschen Senk mitzogen. Siehst du trotzdem, der Tor also so langsam ist? Satz dich durch. Habt ihr ein schweres Setup genommen? Ja. Ich weiß nicht, ja oder ja. Achso, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon, aber irgendwie. Ich glaube auch. Ich nicht. Aber Perez ist Dritter, das ist Wahnsinn. Albon ist Vierter und Raikkonen ist Fünfter. Das ist schon eigentlich Wahnsinn. Ja, Raikkonen fährt besser, wenn er nicht von seinen Teamkameraden dauernd gemobbt wird. Ja, der Raikkonen ist so ein Arsch, der hat den ganzen letzten Saison nicht so ein gutes Ergebnis gehabt, wie jetzt aktuell. Perez ist auch sehr stark. So, ja, Perez Dritter Podestplatz. Ah ja, ich bin schon so dicht dran jetzt an denen. Was hat jetzt eigentlich ausgehört? Ja, was auch. Ich glaube, die Reifen lassen auch schon drüber nach. Ja, denke ich auch. Musst du schon? Ja. Nein! Ganz bitter. Also ist es noch nicht vorbei. Nein, nicht. Aber Perez kommt dran, das ist nicht lange. Mit dem Benzin noch aus. Boah, das ist so scheiß Arschloch. Naja, nicht wirklich. Das schwankt der. Ob das? Na, bei dir und Perez.
Achso. Ich höre immer so, mal kommt der Name, mal nicht, das schaut so komisch aus. Aber es ist ziemlich, die 6 Sekunden halten sich. Hoffentlich. Aber Verstappen ist mir auch, wenn er siegt, dann haut er raus. Der Scheiß! Das ist jetzt ganz bitter. Das ist wirklich bitter. Er hört nicht auf, er fährt weiter in mir rein, Alter. Ja, aber er konnte jetzt nicht ausweichen. Ja, ist wohl schade. Das war auch zu aggressiv jetzt von mir. Ja, ja. Ein bisschen dreht haben sie sich beide. Oh, ja. Ja. Einen fetten Knutschfleck hat jetzt jeder. Ah, da irgendwer ist ausgeschieden, gell? Hamilton. Alex. Der Hamilton auch? Okay, alles klar. Ja. Das ist bitter. Das ist für ihn doppelt so bitter. Ja, ist wurscht. Boah, die Reifen sind echt schon. Den Magnus und den will ich mal noch holen. Das müsste ich noch rausgehen. Ja, du hast noch 6,5 Sekunden, also. Ich hoffe, man macht das nur das. Nein. Nobody of Pass. Das ist dann der 7. Verstappen-Sieg. Und der 7. für Red Bull, was für ein Wunder. Ja, der rammt ja alle weg, der Verstappen. Ja, der Raikkonen ist ein unsympathischer Arsch. Den habe ich schon als Teamkollege nicht gemacht, deswegen wollte ich ja gleich wechseln. So, eine Runde habe ich noch. Das müsste ich ausgehen aus dem Magnussen. Das ist deine letzte Runde. Wenn ich jetzt nicht komplett verkackt wieder. Aber mit dem Ergebnis könnte ich sehr gut leben, wenn ich da durchkomme. Oh ja. Ich war ja auch in der Box so ziemlich früh. Oh, das war jetzt uraggressiv von mir. Das ist Arsch gewesen. Aber hat funktioniert. Alter, Bestzeit noch einmal mit den Reifen. Das Sektor 1. Ich war's gerade echt Arschach. Ja. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Alter. Zählt das als schnellste Runde, wenn ich das ins Ziel noch bringe? Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Ich schau's mal gleich an, Markus, dass du geschrieben hast, bezüglich dem. Schnellste Runde hat wohl der Verstappen. Hat doch nicht. Achso? Hat er? Achso? Hat er? Ja, das ist noch nicht gesehen. Gratulation. Jetzt habe ich sie mal stark genommen. Danke. Jetzt ist aber die Strecke, also. Egal, ich habe mich noch verbessert auf Platz 6. Ja, stark. In meinem ersten Rennen mit Toro Rosso. Ah, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ja, zweiter Platz dann noch zu einem. Wir fahren so die ganze Saison in der Konstellation, aber das kann sich jetzt so ändern, je nachdem wie die Verträge sind. Und die Fairness bleibt. Ja, wir sind alle Freunde untereinander. Während dem Rennen schimpfen wir uns und danach gehen wir auf ein Bier quasi. Danke, genau, ja. Dass du zahlst. weil du mich geschubst hast. Und wenn du da hast, so langsam da ist. Alter, die erste Kurve hat mir gehört. Ja, du warst die vorne. Da hab ich dich sauber überholt. Ich dachte mit Toro Rosso, nicht mit Sauber. Haha, urlustig. Schade, dass Sauber nicht mehr gibt. Wäre ich auch wieder gestartet. Ja. Echt? Na gut. Ich mach's aber lieber schmutzig. Ich komm gleich wieder. Ja, eine geht sich noch aus. Jawohl. Der letzte von uns muss immer einen ausgeben. Also Alex, du bist dran. Wie viel da warst du jetzt? Ja. 6, oder? 6, 8 Punkte habe ich jetzt gemacht. Stark. Ja, nein, hätte besser sein können. Ich bin zu risikoreich gefahren.
Da hast du mich jetzt einmal dreht. Ich war ja schon vor Bottas eigentlich auch.